Celtic Kings. I lead armies. My home is Valhalla. Wir sind mal wieder in the name of Odin. Follow my bei den alten Galliern hier gelandet. Learn the ways of und Wikinger. Life. Ja. Thrust my hammer. I need more men. True leaders are rare. I heal in battle. Vigorius, da ist er ja schon, der Vigorius. Lord of the Vikings. Ich freue mich, euch endlich zu treffen, Nivai, und auch euch, mächtiger Larax. Wir konnten eine kleine Armee zusammenstellen. Sie wird eurem Kommando folgen. Wir müssen unsere Wahnsinnigen angreifen. Fürchtet euch nicht. Larax erinnert sich an die Hilfe, die Rom uns im Kampf gegen Melred geleistet hat. Ich habe keine Zweifel, dass die Syraria zu seinem früheren Rom verhelfen werden. Zudem seid ihr nicht alleine, Rom wird euch helfen. Wenn ihr genug Nahrung zu den beiden Säulen sendet, kommt eine Armee zu eurer Unterstützung. Larax ist der größte Krieger aller Zeiten. Für ihn ist nichts unmöglich, Krieger. Nun gut, all diese Außenposten ist das Einzige, was uns bleibt. Die Barbarenhorde haben alles andere an sich gerissen. Eure Aufgabe ist es, Caesarea mit all seinen Dörfern und Außenposten zurückzuerobern, bevor der Feind sich endgültig festgesetzt hat. Ihr Blut wird ganze Äcker durchtränken. Ich werde eure Boten aussenden, die Truppen für euch sammeln. Je mehr Nahrung ihr schickt, desto mehr Freiwillige werdet ihr haben. Sendet unbedingt Nahrungskarawanen zum Handelsposten im Nordwesten. Im Namen der Göttin werde ich diese Schlacht für Rom schlagen. Ja, ein bisschen Heckmeck ist hier oben, ne? The next one is mine. Ein bisschen Heckmeck, ne? Ein bisschen. So, mal so ein paar Maultiere hier. Mal sehen, was wir da kriegen, wenn wir das hier hochschicken. Also, wir müssen, nimmt Caesarea sowie all seine Dörfer und Außenposten ein. My home is Valhalla. In the name of sollten wir eigentlich so persönlich keine Probleme kriegen, oder? Understand nature. Ja geil, wir haben eine kleine Armee gekriegt. Thrust my hammer. So, zeig mal her, der kann doch jetzt mal wieder zeigen, was er so drauf hat, ne? Jeden Schlag, den wir da weg haben, ne? Jeden Gegner, den wir weg haben. Ein Augenschmaus, hä? Ein Augenschmaus. Ja, ja, hier. Ready as always. Lord of the Vikings. So. Wir stellen hier einfach mal eine Wache hin. Wir können das ja einnehmen. In the name of Odin. Dann hätte ich mit Larax kurz hier das hier unten gemacht. Ja, nimmt's ruhig mal schön ein. Wir können ruhig immer
schön auf den Magier und allem hier drauf und auf den Druiden meine ich, oder auf den... Was ist bei den Römern? You better be right. Ah, da könnten wir nochmal hin und her switchen, ne? Ah. Das ist ja echt nicht verkehrt, ne? Da kann man ja nochmal überlegen. Swords ready! So, die können da rein. Will never fail you. Just sharpen my axe. I know the time of my death. So. Death or glory. Sehr gut. Dann können wir eigentlich hier oben das noch einnehmen. Ich meine, hart, schwer war es jetzt nicht. Schwer war es jetzt überhaupt nicht. So. Was ist er? Was sind das? Priester, genau. Ah, warum kam ich da denn nicht drauf? Priester, genau, bei den Römern waren es immer Priester. In battle, ah. In the name of Odin. So komme ich auf sowas nicht. Die Stadt müssen wir einnehmen, ne? Lord of the Vikings. Nichts sollte leichter sein als das, ne? In the name of Odin, Lord of the Vikings, I heal in battle. Der ist halt schon echt eine Waffe, ey. Boah, ich bin so begeistert von dem, ne? Let me at them. So. We fight to the death. My home is Valhalla! Jeden Bogenschützen, den er niederschnetzelt, kann ihm weniger passieren, ne? Das ist halt auch so, ah ja. Die Stadt. I need more men. Und den Außenposten immer noch schnell ein. Again. True leaders are rare. So, dann sollten wir das auch haben. Ich weiß gar nicht mehr, konnte so ein Außenposten nicht irgendwie Geld machen? Ich weiß es echt nicht mehr. Konnten die nicht irgendwie Geld machen aus Nahrung, Geld, irgendwie so? War das nicht so? Ich weiß es echt nicht mehr. So, zack. 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 Und schicken wir mal wieder Geld hin. Ach, Kinders, was soll das denn? Was soll das denn? Odin. Was soll das denn von euch? Lasst doch diese Macherei hier. So, ihr habt natürlich noch kein Essen. Dann produziert man ein bisschen schneller. Be ready for anything. Ja, warum produziert ihr nichts?
Ja, dann nehmen wir direkt noch die. Nehmen wir direkt noch den nächsten Außenposten ein. Dann könnten wir eigentlich schon. With one many battles. Ich weiß nicht, wir könnten ja eigentlich schon direkt runtergehen, ne? Wir haben ja ein paar Krieger hier. Das ist ja voll okay, ne? Swords ready. Dann probieren wir das mal. I lead armies. So. Nein, was ist das? Ein Hinterhalt? Move quietly. Move quietly. Ihr müsst auf die drauf. Look out for danger. We fight to the end. So, Torik macht es schon mit seinen Boys. My home is Valhalla. I know. Torik und seine Boys machen das schon. There's no weapon like mine. Follow my lead. So. My lead. So, jetzt nehmen wir hier den Außenposten ein. Hier bitte. Das Tor. Eigentlich brauchen wir da nicht mehr, ne? Eigentlich war es ja dann schon fast. 20 Krieger, ne? Das ist ja nix. Be ready for anything. Auf geht's rein. Wir machen nur ein Tor kaputt. Arx kommt ja auch mit seinen super Soldaten. Ready as always. Dann haben wir's doch schon. We'll win again. I heal in battle. So. Understand nature. We win to live. So. Das ist natürlich hier wieder ein bisschen. So, es ist unsere Stadt. Hey. Aber Larax, ihr habt es geschafft, die verfluchten Barbaren aus Caesarea zu vertreiben. Das hätte nicht geschehen dürfen. Ja, da habt ihr recht. Es war dumm von uns, nachlässig zu werden. Wäre wachsam geblieben, wären wir noch die Herren von Caesarea. Ich bin verantwortlich für diesen Fehler. Aus diesem Grund werde ich an eurer Seite kämpfen. Gemeinsam werden wir die Stadt verteidigen, bis Caesar eintrifft. Nein, ich habe diese Kämpfe satt. Ich verstehe, so kleine Schlachten sind eine Vergeudung eurer Zeit, doch sorgt euch nicht. Denn sobald Caesar eintrifft, wird er euch sicher bitten, für ihn zu führen. Das werde ich niemals. Im Namen der Göttin werde ich helfen, die Stadt zu verteidigen, bis Caesar eintrifft. Wer uns angreift, ist des Todes.
following your orders. Ja, so ist es auch, ne? Wer uns angreift, ist des Todes. Ist ja wohl hier ganz klar, ne? So. As you command. Wir haben jetzt hier mal... Jetzt ist es das erste Mal, dass wir so richtig... dieses Spiel kennenlernen. Denn jetzt... wird uns hier gezeigt, was alles möglich ist. Caesar kommt in 25 Minuten. So, Nahrung kaufen, wenn möglich weitere Tavernen. Und Upgrades. Und hier irgendwo ist ein Priestertempel, da ist er doch. Da werde ich mal zwei Stück und hier können wir nämlich direkt schmieden. Und hier ist unsere Kaserne. Da hätte ich gesagt, machen wir uns erstmal so ein paar Reiter. Er hat ja hier so ein paar Bogenschützen. Bows ready. Er soll sich mal hier hin. I miss my home. Da können wir nämlich mal alle unsere Güter hierher bringen lassen. Und er kann sich ja einfach mal wirklich hier hinstellen. Divide and rule. So, der Sauhaufen von Larax. Kann auch bei Larax bleiben. The gods be with you. So, ihr könnt ruhig schon starting the ritual. Von ihm lernen. So. Na, komm. Speerstufe 10 ist auch immer. Das wäre ist auch nicht verkehrt, wenn wir das hier machen. Irgendwas. So, schule die Helden bis Stufe 12. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Dann machen wir mal das schnell. So. Da bin ich schon mal ziemlich starke Krieger. So, Larax geht hier rein. Riding on horseback. Serve the people. Let me know. So, er ist hier. Swords ready. Lord of the Vikings. So. In 21 Minuten. Ah, das wird dann. Fear Pluto. Das wird dann halt in der nächsten Folge wird das nämlich dann so ein Ding sein. So, alle die hier rumstehen können erstmal reinkommen. So, das haben wir alles. Ja, was machen wir mal? Ermöglicht Gladiatoren. Ja, komm, dann machen wir die noch. Die Speer haben wir ja. Hauptsache wir machen ein bisschen was. Fünf Bauern aus der Bevölkerung. Ja, brauchen wir das? Dann machen wir lieber so. Ah, ne, komm. Lass mal erstmal kurz. So. Wie weit können wir jetzt gucken? Trained soldiers are better. So, jetzt können wir nämlich hier überall gucken, das ist nämlich auch ganz cool. So.
So, die Türme konnten wir ja nicht upgraden. Ja, ich würde jetzt mal anfangen. Ja, ich würde eigentlich gerne auf die sparen. Das machen wir auch. Ah, seht ihr, das Tor müssen wir noch reparieren. We've won many battles. Deswegen würde ich gerne so einen Speertrupp noch haben. I'm tired of this. So. What are we Den doing? Haben wir, dann holen wir uns sie zurück. So, da haben wir 16 Speer. Dann nochmal 10. Speed is of essence. Divide and rule. Scouting the area. Let's ride. So. Redig ist aber egal, oder? Ja. Einfach nur, dass wir halt unsere Truppen halt behalten, ne? Obwohl Relic echt ein starkes Level hat. Knowledge is power. So, da werden wir richtig noch Probleme kriegen. Aber nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Worship Jupiter. So, wisst ihr was? Dann reiten wir mal mit Larax raus. True leaders are rare. Just sharpen my axe. This is my honor. We live to win. So. Larax machte schon. Eieiei. Los, Torik. Die Schnauze mit denen. Ready as always. So, da ist das Tor wieder kaputt. Look out for danger. Beziehungsweise es gehen alle wieder rein. Shields in front. Following your orders, we mortals salute you. So, wir gehen jetzt alle hier zu Larax. True leaders are rare. I've killed many. So. Von irgendwie 2000. I know these lands. So. True leaders are rare. Jetzt holen wir uns das zurück, was uns eigentlich gehört. Ja, ich würde nämlich gern hier das ausbilden. Ich will es einfach ausbilden.
for an eye! I'm no slave. Trained soldiers are better. Na, come on. Follow my lead. So, mit Larax an der Seite, da kämpfen die auch bedeutend besser, ne? Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir hier das Dorf wieder und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut.